Herzlich willkommen zu einem neuen Style and Talk. Es gibt wieder einiges zu besprechen und ich bin so ein bisschen chaotisch heute. Ich bin seit einer Woche auf Diät, aber jetzt nicht so. Also ich mache es wieder nachhaltig, ne? Ich habe letztes Jahr im September noch 94,4 oder so gewogen. Jetzt wiege ich auch laut App 4 Kilo mehr, 4,1 Kilo. Klar, durchs Trainieren sind da auch Muskeln dabei. Ich mache immer so eine größere Messung alle 2 Monate. Und die hat leider, also meine letzte Messung war echt, mein Trainer, der Kind ist noch ein ganz junger, der hat es sehr nett formuliert. Und hat man ja den Körperfettwert, ist halt ein bisschen hochgegangen und so. Eigentlich sind alle Messungen nicht gut gewesen. Klar, wenn du jetzt über so einen längeren Zeitraum trainierst, wächst der Muskel jetzt auch nicht mehr so krass bei dreimal die Woche. Klar, der wächst schon auch. Und es wäre traurig, wenn er es nicht tun würde. Aber es ist halt so, dass ich zu wenig Protein zu mir nehme. Das sollte schon mal ein Grund sein, wieso ich zählen sollte, weil ich mich da komplett vertue. Ich habe Probleme mit Proteinpulver. Ich habe so schnell da die Schnauze voll davon. Ich esse es immer morgens und Joghurt. Und dann versuche ich es irgendwie noch ein zweites Mal einzubauen. Und dann komme ich halt mit der Ernährung, die ich so halt noch habe, auf 50 Gramm oder so. Und ich sollte aber 150 essen. Oder mal mindestens 100. Und das kriege ich in den seltensten Fällen hin. Und das ist echt übel. Also ich habe jetzt gerade das aufgetragen, aber da brauche ich ein neues. Und jetzt trage ich einen Nigelnagel 9, weil der Concealer auf, weil der andere schon so alt war. Das Ding ist halt, ich habe halt einen Körperfettwert, der schon im gefährlichen Bereich ist. Mir geht es nicht ums Gewicht. Klar, hier zu Hause muss ich es halt mit dem Gewicht machen. Ich wiege mich gerade jeden Tag. Und bei jedem Tag ist es natürlich so, also ich bin zu früh und natürlich um einiges schlauer, was das betrifft. Früher habe ich mich so hart unter Stress gesetzt und nicht mal einen Tag mehr gewogen habe. Also das Gewicht ist die unwichtigste Komponente. Klar, wenn du jetzt keine Möglichkeit hast, dich anders messen zu lassen, dann ist es ja alle 2 Monate, dann musst du natürlich so ein bisschen nach dem Gewicht gehen und nach Bauchumfang. So kannst du dein viszerales Fett auch rausbekommen. Und ich habe halt einen Bauchumfang von, im Moment, ich habe nochmal genau nachgemessen, 95. Und wir brauchen gar nicht darüber diskutieren, dass das viel zu viel ist. Denn bei einer Frau wird es ab 80 gefährlich. Ich möchte mindestens zu 85 kommen. Also ab 80 erhöht sich das Risiko bei einer Frau und ich habe halt 95, so viel zum Thema. Genau. Und das muss ich halt im Griff kriegen, weil klar, ich werde jetzt nicht von heute auf morgen irgendwie was Schwerwiegendes wegen zu viel Körperfett und zu viel viszeralem Bauchfett bekommen. Aber du musst dieses Problem im Auge behalten, dann Bauchfett ist gefährlich. Ich habe eine Reaction dazu gemacht auf meinem Zweitkanal, falls du die noch nicht gesehen hast. Ich gebe mein Mineral-Make-up auf.
mein Gesicht. Und naja, ich hatte 5 Monate trainiert und in den 5 Monaten ist mein Körperfettanteil ein bisschen runtergegangen. Klar, es ist prozentual ein bisschen weniger geworden, was ja auch ganz okay war. Also ich war okay damit. Das Gewicht ist zwar hochgegangen, aber ich habe ja auch Muskeln dazu verdient sozusagen. Also das sind auch 2,5 Kilo Muskeln dabei, die ich vorher nicht hatte. Na, also ich hatte vorher nur so eine Grundmuskulatur und jetzt habe ich wenigstens ein bisschen Muskulatur. Und ja, was soll ich sagen? Die letzte Messung war dann so, ich habe in der vorletzten Messung hatte ich 40, irgendwas. Ne? Also es war grob 41. Und in der jetzigen Messung habe ich wieder 41,9% Körperfettanteil. Ich habe also alles kaputt gemacht, was ich in den 5 Monaten davor erreicht habe. Und noch ein bisschen mehr dazu verdient. In Kilogramm ausgerechnet habe ich 1,6 oder 1,9 Kilogramm Fett mehr am Körper. Das sind, man weiß ja, 7000 Kilokalorien macht ein Kilogramm Fett aus. Ich habe 14.000 Kilokalorien über meinem Limit gegessen. Jetzt muss man es auch so sehen. Ich will mich nicht komplett rausreden, aber so ein bisschen schon. Wer mir auf meinem Zweitkanal folgt, weiß, dass ich eine Schilddrüsenunterfunktion habe und die letzten Monate Probleme hatte. Ich war ja auch bei einem Facharzt. Und es ist halt so, dass ich halt auch neu eingestellt werden musste, was im Gegenzug zu vorher, also meine Schilddrüse kriegt weniger Hormone ab, weil ich war einfach viel zu hoch eingestellt. Und mein Körper muss sich da jetzt erstmal wieder einfinden. Und durch die Umstellung, also ich hatte vorher einen Wert von 0,04, das ist zu hoch, also bist du in der Überfunktion. Und jetzt habe ich einen Wert um die 1,5 rum. Ich hoffe, der ist immer noch so. Und da muss ich meinen Körper jetzt so ein bisschen einstellen erstmal. Aber natürlich habe ich mir das auch drauf gefressen. Schmeckt mir so aus, wie es ist. Und in der Messung war es auch so, dass normalerweise hatte ich immer so ein Dazuverdienst von so 30 Kilokalorien in 2 Monaten, was den Grundumsatz betrifft. Diesmal waren es 3. Also Grundumsatz ist auch nichts dazu verdient. Lustigerweise meine Hosen, also ich muss definierter sein, auch Leute aus dem Fitness sagen, ey, du hast schon, das ist doch falsche Messung und so. Du hast nicht zugenommen. Das ist eh noch in einem Rahmen, wo man es so oder so nicht sieht. Aber Körperfett hat schon. Mir kam es schon so vor, als wenn ich so um die Oberschenkel rum schon so ein bisschen an Zentimeter dazu gewonnen habe. Sonst bin ich halt auf Diät. Morgens meistens komplett verwirrt. Denn ich stecke das nicht so gut weg. Ich esse um die 2000 Kilokalorien. Und mal mehr, mal weniger. Ich habe jetzt die Woche einmal richtig, einmal direkt krass drunter. Und das habe ich aber sofort gemerkt. Was mache ich denn da jetzt schon? Ich wollte doch Lidschatten auftragen. Ich bin doch doof. Mach mal minimal.
So. Mach mal Minimalaufwand. Naja, auf jeden Fall. Ihr merkt, ich kann gerade keine zwei Sachen machen. Ich bin komplett abgelenkt. Auf jeden Fall war das, ich glaube, das war von Dienstag auf Mittwoch. Genau, am Mittwoch im Training ging es mir dann nicht ganz so gut, weil mein Gewicht auf einmal so einen richtigen Drop nach unten gemacht hat. Also von fast einem Kilo. Und wer schon mal abgenommen hat, weiß, dass wenn du ein Kilo auf einmal abnimmst, das ist viel Wasser. Es ist aber auch Stress für den Körper. Und boah, da ging es mir echt nicht gut. Ich habe auch beim Training gemerkt, so keine Kraft gehabt. Ich bin erstmal nach Hause, habe mir ein Brot reingedrückt. Weil da ging halt dann danach einfach gar nichts mehr am Mittwoch. Ich muss sagen, so wie es ist, ich konnte mich halt danach nicht mehr konzentrieren. Nachdem ich gegessen hatte, ging es dann, war es dann in Ordnung, aber ich war richtig hart unterzuckert. Was ich vorhabe ist, das geht dank meinem beschissenen Stoffwechsel eh langsam, das merke ich jetzt auch gerade. Was ich vorhabe ist, dass ich nicht mehr wie 2 Kilo abnehme. Ich will das auch nur bis zur nächsten Messung haben, dass sich da bei mir auch so ein bisschen was etabliert hat. So, ich weiß jetzt beispielsweise, dass ich morgens nie mehr wie 3 Walnüsse im Müsli haben darf. Weil die halt schon recht, sind zwar gute Lebensmittel, die haben aber sehr viele Kalorien. Und klar, ich könnte einfach drauf verzichten, aber dafür sind sie mir von den Inhaltsstoffen zu wichtig. Dann esse ich zwischen 100 und 50 Gramm Joghurt morgens, nicht mehr mehr. Da muss ich für mich noch rausfinden, vom Augenmaß her, wie viel das ist. Noch brauche ich da wirklich die Waage dafür. Dann wird es für mich zukünftig auch so sein, dass ich am Wochenende meine Seele nicht mehr auf einmal esse, sondern die gleich halbiere. Das habe ich heute Morgen auch gemacht. Das fällt mir zwar unwahrscheinlich schwer, denn ich habe morgens inzwischen schon einen ganz schönen Hunger. Aber dem darfst du halt nicht nachgehen. Dann ist am Wochenende keine Margarine drin, also kein veganen Block. Und ich habe meistens immer noch so eine Brezel danach gegessen, mit Butter und so, also mit diesem veganen Block aus dem Lidl. Das sind halt so Sachen, die sich angewöhnt haben, die ich mir angewöhnt habe und die jetzt halt erstmal nicht mehr gehen. Und bis ich das so ein bisschen verinnerlicht habe, also so Routinen, sollte ich es auch ein bisschen strenger machen. Was halt richtig, richtig ausschlaggebend ist, wenn du flüssige Kalorien trinkst, ne? Also ich greife da ganz gerne auf Zero-Produkte zurück inzwischen. Aber hauptsächlich trinke ich halt Wasser. Und mein Hauptproblem ist tatsächlich, deswegen habe ich mit Trinken angefangen? Habe ich nicht. Mein Hauptproblem ist tatsächlich, ich trinke zu wenig. Ich trinke wirklich zu wenig. Und ich habe jetzt eine Woche hinter mir, wo ich täglich um die 3,5 Liter getrunken habe. Gestern waren es mehr sogar als 3,5 Liter. Und ich muss euch sagen, fällt mir schwer, fällt mir echt schwer. Aber mein Trainer hat auch gemeint so, du machst es halt deinem Körper und du hast eh schon einen schlechten Stoffwechsel durch die Schilddrüse. Du machst es halt deinem Körper nicht gerade einfacher, wenn du zu wenig trinkst. Ja.
versuche ich halt mein Bestes. Und ja, ich habe ja eh regelmäßig auch Magenprobleme. Und es hängt natürlich auch damit zusammen, dass du zu wenig trinkst. Und ich bin tatsächlich auf eine Menge gekommen. Ich dachte immer, ich trinke 2 Liter. Ich krieg locker 2 Liter hin. Einen Scheiß kriege ich locker 2 Liter hin. Wenn ich gar nicht drauf achte. Ne? Also so ein Blödsinn mache wie morgens meine Sachen nicht leer trinken und die ewig hier rumstehen lassen. Dann komme ich über den Tag hinweg auf ein bisschen mehr wie 1 Liter und das war's. Und du solltest halt Minimum halt schon also mehr wie 1 Liter trinken, also 2 Liter Minimum. Mein Trainer hat jetzt zu mir gesagt, Minimum für dich 3, lieber mehr. Und ich habe für mich jetzt eine App aufs Handy gemacht, eine Trinkuhr. Die haben bei mir in der Vergangenheit nie funktioniert oder nicht nachhaltig funktioniert. Ich nehme das halt als Kur her jetzt. Das musst du halt wirklich mit dir so ausmachen. Klar, es ist nicht nachhaltig für mich. Ich habe alles schon probiert. Schöne Flasche. Die fülle ich mir jetzt wenigstens wieder häufiger auf. Die habe ich von einer Abonnentin gekriegt. Aber sonst tue ich mir halt richtig krass schwer. Ja. Und die habe ich in der Vergangenheit, jetzt so die letzten Wochen, so meistens gar nicht mehr aufgefüllt gehabt. Gebe ich offen und ehrlich zu. Und jetzt muss der halt schon so 2, 3 Mal am Tag aufgefüllt werden. Und dann trinke ich meistens noch eine Kanne Tee. Ein Kaffee ist meistens noch dabei. Und so versuche ich halt mein Bestes zu leisten, sozusagen. So, ich hoffe, das Ganze war nicht zu sehr verwirrend. Ich muss halt meine Haare dringend waschen. Schön, dass du wieder dabei warst. Du weißt, wie du das Format unterstützen kannst, indem du einen Daumen nach oben gibst und mir eventuell auch einen Kommentar hinterlässt, so weiß YouTube, dass das Video geguckt wird. Das mag der Algorithmus ganz gerne. Also ganz easy, wie du mich unterstützen kannst. Freu mich für deinen Kommentar. Freue mich von dir zu lesen, ganz einfach. Oh, ich bin verwirrt heute. Also, macht's gut und bis zum nächsten Video. Tschüssi!